Hey Leute, hier ist ein kleiner Eindruck von den True Wireless Earbuds der Marke Edifier, Modell TWS 200, eine günstige Alternative zu den Apple AirPods. Beim Design setzt Edifier auf eigene Akzente und diese Serie ist auch in Schwarz erhältlich. Die Kopfhörer wiegen 8,2 Gramm und mit dem Ladecase zusammen 43 Gramm. Zu den Top-Features zählt der aptX-Codec, der für ein besseres Klangerlebnis sorgt. aptX wirkt der Komprimierung von Audiodateien entgegen und verbessert den Klang. CVC 8.0 unterdrückt Außengeräusche beim Telefonieren, nicht zu verwechseln mit ANC Active Noise Cancelling, welches permanent geschaltet werden kann. Das Ganze läuft über Bluetooth 5.0, welches Stromsparen und technisch auf dem aktuellsten Stand ist. Der verbaute Chipsatz wurde von Qualcomm hergestellt, eine solide Firma, die uns aktuell das Surfen im 5G-Netz auf unseren Smartphones ermöglicht. Dank der IPX4-Verifizierung kann man bedenkenlos Sport treiben. Je nach Anwendung halten die Kopfhörer 4 bis 6 Stunden im Dauerbetrieb. Sollte der Akku leer sein, kann das Case sie bis zu 3-mal vollständig aufladen. Die Ladezeit für das Case beträgt 2 Stunden über ein Micro-USB-Kabel. Für wen ist die Passform der Kopfhörer geeignet? Für alle, die Silikon-Ohrstöpsel meiden, ist das die beste Lösung. Die Passform ist universell und hält selbst bei kleinen Ohren. Zum Verbinden einfach das Case öffnen und 3 Sekunden lang die Taste auf der Rückseite gedrückt halten. Blinkt das Lämpchen schnell in Rot und Weiß, ist der Kopplungsmodus aktiv. Beide Kopfhörer sind jeweils im Mono-Modus koppelbar, holt man den zweiten heraus, schalten sie in Stereo. Kommen wir zum Praxistest. Das Case ist handlich und der magnetische Deckel lässt sich mit einem Finger nach oben klappen. Die Kopfhörer sind ebenfalls magnetisch im Case gesichert. Nach etwas Übung funktionieren die Touch Gestures. Zweimal rechts berühren fürs Pausieren und Wiedergeben und einmal für Anrufe annehmen und auflegen. Meistens jedenfalls. Die Soundqualität ist in dieser Preisklasse sehr gelungen. Das Klangbild besitzt eine hohe Klarheit, die Höhen und Mitten sind präsent und klingen anständig. Auch der Bass ist angemessen, trotz fehlender Isolierung durch Silikon-Ohrstöpsel. Mit dem verbauten 13mm Membran bietet sich für jeden die passende Lautstärke. Es gab keine Verbindungsprobleme oder Soundabbrüche. Zweimal links tippen aktiviert einen Sprachassistenten eurer Wahl. Leider fehlen Features wie Lautstärkeregelung oder Liederwechsel. Mit einem Umweg durch das Internet kann das natürlich der Sprachassistent erledigen. Mein Fazit zu Edifier TWS 200. Unschlagbar in dieser Preisklasse. Wer weniger als 35 Euro für True Wireless Kopfhörer ausgeben möchte, ist hier genau richtig. Sauberer Klang und sogar verständlich sein beim Telefonieren. Das schaffen andere Hersteller auch in höherer Preiskategorie nicht. Wenn man bedenkt, wie günstig die Kopfhörer mit einem zollfreien Versand aus Europa auf AliExpress zu erwerben sind, stört mich der veraltete Micro-USB-Anschluss nicht. Die Touch-Features reichen mir persönlich aus, nur mit einem Problem kämpfen die TWS 200 und das ist die erhöhte Latenz bei FPS-Games wie COD oder PUBG. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.